Wir kommen zur nächsten Aktuellen Stunde, Tagesordnungspunkt 53, Paketboten auch in Hessen vor Lohndumping und Sozialbetrug schützen. Paketdienste müssen für Verstöße ihrer Subunternehmer gegen die Sozialversicherungspflicht einstehen. Und als Erstes hat sich der Abgeordnete Decker von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Richtig. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, machen Sie sich keine Sorgen, auch ob dieses sensationellen Ergebnis von gestern Abend. Ich bleibe immer schlank dabei und immer freundlich. Meine Damen und Herren, das war das Bohren von ziemlich dicken Brettern. Und vor wenigen Tagen ist dann in der Berliner Koalitionsrunde endlich der Durchbruch geschafft worden. Und wir sind Arbeitsminister Heil und der SPD-Fraktion dankbar dafür, dass Sie so hartnäckig am Ball geblieben sind. Denn man darf und kann nicht länger zuschauen, wenn in Teilen dieser Branche skandalöses Lohndumping und Ausbeutung stattfinden, meine Damen und Herren. Und jetzt wird es ein Gesetz geben, das Paketboten in Zukunft besser vor Ausbeutung schützen soll. Jetzt wird gehandelt, und das ist gut so, meine Damen und Herren. Und wer die Debatte aufmerksam verfolgt hat, der hat gemerkt, dass das aber nicht ganz einfach war. Es hat zahlreichen Widerstand aus den verschiedensten Ecken gegeben. Unter anderem hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier den Vorschlag ja zunächst ganz heftig kritisiert, vor allem weil die Firmen ein Risiko eingingen, weil sie die Subunternehmer dann prüfen müssten, ob sie alle Bedingungen einhalten. Meine Damen und Herren, das kann und darf kein Hinderungsgrund für eine gesetzlich dringendst notwendige Regelung sein. Im Gegenteil, meine Damen und Herren, für uns ist das eine soziale Verpflichtung, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vor Ausbeutung, Lohndumping und Sozialversicherungsbetrug zu schützen, und nichts anderes geht hier. Inzwischen hat dann Gott sei Dank beim Berliner Koalitionspartner in dieser Sache ein Umdenken stattgefunden, und das will ich hier an der Stelle auch gerne begrüßen. Am Ende geht es doch auch hier um etwas, was in allen Parteien und Fraktionen selbstverständlich sein sollte. Es geht am Ende immer um Fairness auf den Arbeitsmarkt und damit um die soziale Gerechtigkeit, um nichts anderes. Und mit diesem Gesetz sorgen wir schlicht und einfach für Beitragsehrlichkeit und für soziale Absicherung aller Paketzusteller. Und wir sorgen damit zugleich an die Adresse der Kolleginnen und Kollegen der FDP für einen fairen Wettbewerb, der bisher mittels Lohndumping und außer Achtlassung mancher Regeln immer wieder unter Druck geraten ist, meine Damen und Herren. Künftig werden dann eben die Versandunternehmen wie Hermes, UPS, DHL, GLS und DPD, wir kennen sie alle, in die Verantwortung dafür genommen werden, dass auch Paketzusteller eines Subunternehmens oder eines Subunternehmens einen Mindestlohn erhalten und dass für sie zumindest die Sozialversicherung ordentlich gezahlt wird. Meine Damen und Herren, Ziel und Zweck des Gesetzes ist natürlich, insgesamt auch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung einzudämmen. Die Deutsche Post hat ja übrigens vorgemacht, wie das mit anständigen Löhnen und ordentlichen Arbeitsbedingungen auch funktionieren kann. Andere sollten sich ein Beispiel daran nehmen. Thorsten Schäfer-Gümbel hat in seiner Rede am vergangenen Dienstag ja zu Recht auch seinen Finger auch in diese Wunde gelegt. Und wissen Sie, um wen es hier eigentlich geht, meine Damen und Herren? Es geht hier zumeist um angelernte Arbeitskräfte, die in der Hierarchie ganz, ganz unten stehen, keine Lobby haben und oft mit einem Hungerlohn abgespeist werden. Und das ist nicht in Ordnung. Ich nenne Ihnen einmal zwei Zahlen dazu. Der offizielle Bruttolohn in dieser Branche lag in 2017 laut Statistik bei 2.478 €. Brutto, versteht sich. Eine große Zollaktion im Februar hat ein erschütterndes Bild über schwarze Schafe in der Branche zutage gebracht. 4,50 € die Stunde, null Kündigungsschutz, keinerlei soziale Absicherung, das war keine Seltenheit, meine Damen und Herren. Und da muss jetzt jeder merken, egal auf welcher politischen Seite er steht, diesen Schweinereien muss ein gesetzlicher Riegel vorgeschoben werden. Fertig. Und allen bisherigen Kritikern des Gesetzentwurfs sei mal eines gesagt. Warum soll das in der Paketbranche nicht funktionieren, wenn es doch in der Baubranche schon längst funktioniert? Da gilt die Subunternehmerhaftung schon eine ganze Weile, und dort hat man sich längst damit arrangiert. Der Verbandschef Jöris, sein Name, hat der Süddeutschen Zeitung dazu kürzlich Folgendes gesagt, ich darf zitieren, es ist uns ein Anliegen, schwarze Schafe aus dem Markt zu werfen. Also es geht doch, meine Damen und Herren. Der Paketmarkt
auch das will ich anfügen, hat in den letzten Jahren einen Umsatzplus von 30% zu verzeichnen. Stichwort Onlinehandel ist uns allen bekannt. Für die Unternehmen und Beschäftigten in diesem Sektor sicherlich auch von einer guten Seite. Die Kehrseite der Medaille, meine Damen und Herren, ist aber die, dieses Wachstum wird zu einem nicht unerheblichen Teil auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen. Ich sage dazu Folgendes. Wirtschaftsliberalismus muss man Grenzen aufzeigen, sobald soziale Grenzlinien überschritten sind. Das wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Ich komme zum Schluss, meine verehrte Präsidentin, das ist ein Gesetzentwurf, der geht jetzt über mehrere Hürden. Es ist völlig klar, dass hier und da noch dran rumgezuppelt wird. Das ist ganz normal. Aber ich sage Ihnen hier zum Schluss, hart bleiben für Lohndumping und Sozialdumping gibt es für uns kein Pardon. Danke schön. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Richter von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD möchte gerne in einer Aktuellen Stunde hier über den Schutz vor Sozialbetrug sprechen. Vorab möchte ich an die Kollegen von Linksaußen richten. Liebe Kollegen von Linksaußen, Sie haben hier nicht die Meinungs- und Deutungshoheit über soziale Gerechtigkeit und über soziale Politik. Es obliegt uns allen, uns für die Menschen in diesem Land einzusetzen. Und wenn Sie immer so tun, als ob nur links außen dies wäre, sage ich Ihnen, dem ist definitiv nicht so. Und jetzt komme ich zu dieser Aktuellen Stunde. Ausgerechnet die Partei, die unter Kanzler Gerhard Schröder in einer SPD-grünen Regierung im Bund die Gesetze geschaffen hat, die ermöglicht haben, worüber wir heute sprechen wollen, ausgerechnet diese Partei möchte über Sozialbetrug sprechen. Das ist schon sehr interessant. Alle ehemals großen Parteien, ich betone das ehemals, denn es gibt keine großen Volksparteien mehr, haben während der vergangenen Jahre die sogenannten Reformen der Schröder-Regierung hochgelobt. Sie alle, die Sie hier sitzen, haben über Jahre lang diese Politik hochgelobt und als wichtig für unser Land dargestellt. Das ist die Realität. Richtig ist, ausgerechnet die SPD hat ermöglicht, dass wir hier gar nicht über Lohndumping sprechen, sondern über eine Vertragsausgestaltung, die viele Menschen in Deutschland betrifft und die diese Menschen nicht nur ausbeutet und an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringt, sondern diese Menschen sogar im Alter völlig allein lässt. Schauen wir auf Subunternehmer und viele weitere Kleinstunternehmen, dann wissen wir, diese Unternehmen werden nur preislich am Markt Wettbewerb. Sie pöbeln immer darum. Vielleicht lassen Sie das mal sein. Dann wissen wir, diese Unternehmen, ja, wenn das vorhin kein Pöbeln war, weiß ich nicht. Diese Unternehmen werden nur preislich am Markt wettbewerbsfähig sein, wenn sie privat krankenversichert und gleichzeitig privat für ihre Rente vorsorgen. Das gehört dazu. Die private Krankenversicherung, meine Damen und Herren, steigt. Und ich rede nicht nur über diese Branche, da komme ich noch dazu. Wie wir alle wissen, mit zunehmendem Lebensalter und ist für die Kleinstunternehmer, und wir reden hier über Kleinstunternehmer, gerade am Anfang zwingend notwendig. Obwohl diese wissen, dass sie später nur sehr schwer oder gar nicht in die gesetzliche Krankenversicherung zurückfinden können. Die private Rentenversicherung birgt die Problematik, dass die Selbstständigen selbst bei einem guten Aufbau eines Kapitalstockes, den sie hier wahrscheinlich gar nicht leisten können, diesen im Alter aufzehren werden müssen, da die Zinssituation keine auskömmliche Rente mehr zulässt. Damit liegt nicht nur einfach Lohndumping vor, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen, was das in unseren Augen ist. Moderne Sklaverei, legitimiert gerade durch SPD und GRÜNE, mitgetragen durch CDU, CSU und die FDP. Auf allen Ebenen werden somit Menschen ausgebeutet, die in erheblichem Maße dafür sorgen. Und noch einmal, es sind nicht nur Paketboten. Wir kennen dies aus vielen anderen Bereichen ebenfalls. Und die sorgen dafür, dass wir und unser aller Leben so bequem und angenehm ist. Und dies bezieht sich auf die Paketboten ebenso wie auf viele, viele andere Kleinselbstständige. Es gibt noch eine Steigerung dieser modernen Sklaverei, über die Sie hier nicht sprechen und was man auch kaum für möglich halten würde. Und ich höre darüber auch hier in diesem Landtag nichts. Praktika. Praktika, die unsere Gesellschaft so durchdrungen haben, dass niemand mehr darüber spricht, dass einige Unternehmen gerade daraus ein regelrechtes Geschäftsmodell geschaffen haben. Und, meine Damen und Herren, mal ganz ehrlich, wie viele Eltern
die Paketboten oder andere Kleinselbstständige sind, finanzieren dann noch über ihr mageres Gehalt das Praktikum ihres Kindes. Sie haben, meine Damen und Herren, immer viele Worte für Solidarität, für ein gutes Gemeinwesen und für Gleichberechtigung. Aber leben Sie dies politisch auch? Wir meinen, Sie leben das nicht, meine Damen und Herren. So ist im Antrag dieser Aktuellen Stunde nur von Paketboten die Sprache. Da haben einige von Ihnen wirklich nicht begriffen, wie viele Menschen tatsächlich da draußen davon betroffen sind. Doch, und daraus. Das ist mir völlig klar. Das habe ich schon verstanden. Und wer hat das alles verursacht? Und daraus ergibt sich, hier geht es um viele wohlfeile Worte. Denn für mich ist das, was Sie tun, wohlfeile Worte. Es wird sich am Ende nichts ändern. Mit denen man bei Gewerkschaften punkten kann, mit denen man Hoffnung macht, aber geschehen wird ebenso wenig wie bei der Steuervermeidung in der Europäischen Union und in Deutschland. Meine Damen und Herren, das ist das größte Problem in unserem Land, meine Damen und Herren, dass Sie die Gesetze schaffen, die Menschen um ein Vielfaches schlechter stellen. Dann wird diese Schlechterstellung von Ihnen festgestellt, weil die Menschen das bemerken. Sie beginnen, sich selbst aus dem Wind zu drehen, weil Druck auf sie ausgeübt wird, und fordern nun dazu auf, ihre eigene Politik zu verändern und lenken auf diese Art und Weise von sich selbst ab. Und es tut mir leid, dass ich das hier so anspreche. Das, meine Damen und Herren, ist keine Unfähigkeit, wie es viele Menschen in Deutschland leider Gottes meinen. Dies, meine Damen und Herren, ist pures Kalkül. Und so dreht sich die Politik in vielen Bereichen nur deswegen um sich selbst, weil sie schlicht nicht verändern möchten, was sie selbst geschaffen hat. Und dafür gibt es viele gute Gründe. Und die guten Gründe sind, ich sage Ihnen, dass diese Gesetzentwürfe. Wir müssten aber langsam zum Schluss kommen. Ich werde zum Schluss kommen. Okay. Diese Gesetzentwürfe werden am Ende nicht dazu führen, dass sich etwas verändert. Diese Menschen werden ihre Problematik weiterhin haben. Und das seit Jahrzehnten. Und das ist unser Problem. Danke schön. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Kinkel von der Fraktion Bündnis 90 die Grünen zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Bereits im Jahr 2012 gab es eine aufsehenerregende Recherche und Dokumentation von Günter Wallraff über den Paketzusteller GLS. Er schilderte schon damals die problematischen Arbeitsbedingungen, den Druck und die schlechte Bezahlung, denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Subunternehmen dort ausgesetzt sind. Und das ist jetzt ungefähr 7 Jahre her, und deshalb ist es allerhöchste Zeit, dass die Große Koalition sich diesem Thema endlich annimmt, weil das Problem ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Die Paketbranche ist ein schwer zu durchschauendes Geflecht aus zahlreichen Sub-Sub-Sub-Unternehmen, geprägt durch Leiharbeit, Werksverträge und Scheinselbstständigkeiten. Dadurch werden Risiken ausgelagert. Zusteller müssen unbezahlte Überstunden leisten und sind nicht kranken- und rentenversichert und werden teilweise weit unter Mindestlohn gezahlt. Kurz gesagt, durch das System der Subunternehmer verursachen die Logistiker selbst Arbeitsbedingungen, die menschenverachtend und schikanös sind. Und das darf nicht sein, und deshalb ist es allerhöchste Zeit, dass hier gesetzliche Regelungen geschaffen werden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Wettbewerb geht ja nicht nur zulasten der Zusteller, sondern auch zulasten der Kundinnen und Kunden. Denn dank Digitalisierung kann ja jeder nachvollziehen, wo das Paket gerade unterwegs ist. Und vielleicht kennt es der eine oder die andere. Die Vorfreude wächst, dass der Paketbote kommt. Man hat ihm quasi schon die Haustür aufgemacht. Und je näher, und dann kommt die Nachricht am Handy, der Empfänger wurde nicht angetroffen. Das ist ärgerlich, aber ist auch nachvollziehbar. Weil die Touren so überfüllt sind, überlegen sich die Zusteller natürlich dreimal, ob sie in verwinkelte Straßenzüge fahren oder ob sie einfach einbuchen, dass der Empfänger nicht angetroffen wurde, somit keinen Stress mit dem Chef bekommen und die Fahrt auf den nächsten Tag verschieben. Es trifft die Kleinsten, es trifft das letzte Glied in der Kette, die sich nicht wehren können. Und deshalb sind die Regulierungen notwendig. Denn wer online bestellt, und wer in einer Filiale z.B. eine Sendung aufgibt, der sollte doch auch sicher sein, dass sein Paket zu fairen Bedingungen und niemand dafür ausgebeutet wird.
Der SPD-Vorschlag sieht jetzt vor, eine Nachunternehmerhaftung einzuführen. Damit würden Paketdienstleister verpflichtet, für nicht gezahlte Sozialabgaben ihrer Subunternehmer aufzukommen und könnten sich somit nicht länger aus der Verantwortung stehlen. Das ist prinzipiell erst einmal ein begrüßenswerter Vorschlag. Aber diese Nachunternehmerhaftung muss dann auch vom Zoll überprüfbar gemacht werden. Es hilft ja nichts, wenn die gesetzliche Möglichkeit gegeben ist, aber z.B. die Arbeitszeiten nicht täglich dokumentiert werden müssen, wenn die Fahrtenbücher nicht ordentlich geführt werden müssen und damit eine Kontrolle rein faktisch überhaupt nicht möglich ist. Denn wie eingangs gesagt, in den letzten Jahren gab es massenhaft Verstöße gegen Arbeitsschutzvorschriften oder gegen das Arbeitszeitengesetz. Und auch bei der Kontrolle im Februar, die Sie angesprochen haben, Herr Decker, wurde deutlich, dass bei fast 17% der kontrollierten Kuriere Verstöße gegen das Mindestlohngesetz festgestellt wurden. Und hier ist es so, und da zitiere ich das Bundessozialministerium, Paketdienstleister, die Pakete von Subunternehmen zustellen lassen, haften gegenüber deren Arbeitnehmern für nicht erfüllte Mindestlohnansprüche. Um hier also eine Verbesserung zu erreichen, ist überhaupt kein neues Gesetz notwendig, kein wochenlanger Streit zwischen der Großen Koalition, sondern schlicht und einfach mehr Kontrollen und mehr Personal, vor allem bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Ist auch schon seit Längerem angekündigt, aber die Wirkung lässt noch zu wünschen übrig. Die Beschäftigten brauchen Unterstützung, denn sie bekommen häufig ihren Lohn nur über den Klageweg. Allein aber gegen den Arbeitgeber vorzugehen und zu klagen, ist ein steiniger Weg. Deshalb fordern die GRÜNEN schon lange das Verbandsklagerecht. Und somit wäre auch die Möglichkeit, Schritt für Schritt gegen die strukturelle Ausbeutung vorzugehen. Das alles ist dringend notwendig. Ich bin gespannt, ob die SPD das auch liefern kann. Denn alle Beschäftigten haben verdient, dass sie fair bezahlt werden und gut behandelt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich die Abg. Bächle-Scholz von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Paketboten vor Lohndumping und Sozialleistungsbetrug geschützt werden müssen, ist eine Selbstverständlichkeit. Ebenso dürfte es selbstverständlich sein, dass dieser Schutz nicht nur für die ganze Bundesrepublik, also auch in Hessen gelten muss. Wesentliche Schutzmechanismen sind hierbei zum einen die Nachunternehmerhaftung und zum anderen eine verstärkte Kontrolle durch den Zoll. Beides Dinge, die nicht neu sind und auch schon mehrfach auch von der CDU deutlich genannt worden sind. Zuletzt noch einmal von unserer Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Gründe hier sind vor allem klar. Wesentliche sind, in einer sozialen Marktwirtschaft ist es Aufgabe der Politik, besonders die schwächeren Marktteilnehmer vor einer unangemessenen Behandlung zu schützen. Konkret heißt das im Bereich der Paketboten, dass selbstverständlich Unternehmer, Subunternehmer und Subunternehmer beauftragen dürfen. Allerdings darf dies nicht dazu führen, dass die Schwächsten in der Kette, hier die Arbeitnehmer, um ihren Lohn oder ihre Sozialversicherung gebracht werden. Ebenso kann es nicht sein, dass Marktteilnehmer durch ein illegales Verhalten sich einen Konkurrenzvorteil gegenüber legal handelnden Marktteilnehmern verschaffen. Dass im Bereich der Paketboten ein besonderer Handlungsbedarf besteht, kann nicht geleugnet werden. Und daher kommt das Gesetz, Kollegen der AfD. Und das haben Sie nicht begriffen. Die Branche ist nämlich in den letzten Jahren erheblich gewachsen. In 2018 wurden rund 3,6 Milliarden Pakete ausgeliefert, und dies soll bis zum Jahre 2021 auf rund 4 Milliarden Pakete ansteigen. Im Rahmen dieses Wachstums haben sich leider unerfreuliche, schlichtweg kriminelle und menschenunwürdige Handlungen eingeschlichen.
Dies hat sich gerade am Anfang dieses Jahres deutlich gezeigt, als auf Anregung des nordrhein-westfälischen CDU-Arbeitsministers Karl-Josef Laumann eine umfassende Finanzkontrolle Schwarzarbeit durchgeführt wurde. Diese wurde vom Zoll durchgeführt. An diesem Tag wurden 12.135 Fahrer überprüft. Diese Prüfung hat unmittelbar 25 Strafverfahren und 49 Ordnungswidrigkeiten ausgelöst. In 2.143 Fällen bedarf es einer weiteren Sachaufklärung. Sicherlich werden nicht alle über 2.100 Fälle zu weiteren Verfahren führen. Und trotz allem sind diese Zahlen bedenklich und zwingend zum Handeln. Und dies ist zwischenzeitlich auch geschehen. Die Große Koalition hat im Rahmen, wie Ihnen sicherlich bekannt ist, im Koalitionsausschuss am 14. Mai 2019, also letzte Woche, beschlossen, die Nachunternehmerhaftung, wie sie zurzeit schon im Bau- und Fleischhandel besteht, auch auf das Kurierwesen auszudehnen. Die Gesetzesvorlage wird zurzeit vom zuständigen Bundesminister erstellt. Gleichzeitig ist geplant, ein Bürokratieentlastungsgesetz zu beschließen, das neben einer spürbaren Entlastung für die Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittelständige Unternehmen, weitere Entlastungen für Bürger und Verwaltung bringen soll. Wir reden hier von einem Umfang von rund 1 Milliarde Euro. Und gerade dieses Bürokratieentlastungsgesetz verlangte die CDU. Die Nachunternehmerhaftung, und machen wir uns nichts vor, wird sicherlich dazu führen, dass ähnlich wie in den bereits von mir vorgenannten Branchen eine erhebliche Verstärkung der Kontrolldichte entsteht und hoffentlich dadurch auch eine höhere Gesetzestreue und damit verbunden ein höherer Schutz der Arbeitnehmer. Der Verwaltungsaufwand, und das wissen wir bereits auch aus den Vorerfahrungen, wird sich dabei in Grenzen halten. Ein Unternehmen kann sich dadurch absichern, indem es sich für das Subunternehmen eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Sozialversicherungsträger ausstellen lässt, eine sogenannte Präqualifikation. Auch im Baugewebe wird dies praktiziert. Und ich habe nicht den Eindruck, dass dies zum Erliegen der Bauwirtschaft geführt hat. Frau Kollegin Bächel-Scholz, Sie müssten zum Schluss kommen. Ja, ich kann nur anfügen, im Bundesrat haben wir dieser Initiative zugestimmt. Der Koalitionsausschuss hat sich darauf verständigt. Und wir von der Hessischen Landesregierung nehmen unsere Aufgaben zum Schutze der Arbeitnehmer ernst. Wir sehen unsere Verantwortung gegen Lohndumping, und wir werden beiden gerecht. Vielen Dank. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich auf der Tribüne unseren ehemaligen Kollegen Dr. Rolf Müller begrüßen. Herzlich willkommen. Dann hat der Abg. Schaus von der Fraktion DIE LINKEN das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! In Hessen waren am 30.06.2018 insgesamt 32.521 Menschen in der CAP-Branche beschäftigt. Davon 15.773 in Vollzeit und 16.748 in Teilzeit. Aber nur 26.093 davon sind sozialversicherungspflichtig, 6.500 nicht. Alles nachzulesen in einer Kleinen Anfrage des Abg. Meiser der LINKEN im Bundestag in der Drucksache 19/8133 vom April diesen Jahres. Dort ist auch nachzulesen, dass in der Kurier-, Express- und Postbranche das mittlere Bruttomonatseinkommen, also der Median, vom Kernbeschäftigten in den letzten 10 Jahren um sage und schreibe 13,3 % gesunken ist. Im gleichen Zeitraum
ist das mittlere Bruttomonatseinkommen in der Gesamtwirtschaft Deutschlands aber um 23,7 % gestiegen. Das entspricht also einer Lohnverschlechterung in dieser gesamten Branche von sage und schreibe 37 %. Allein diese Zahl macht die dramatische Entwicklung in der Branche deutlich. Ich würde mir manchmal wünschen, all diejenigen, die jeden Tag billig irgendwo Pakete bestellen, würden sozusagen auch einen Blick auf diejenigen werfen, die sie dann zustellen. Anfang März dieses Jahres wurde öffentlich bekannt, Herr Decker und Frau Beschke-Scholz haben es angesprochen, dass bei einer bundesweiten Razzia bei 356 Subunternehmen der Paketbranche DHL, DPD, GLS und Hermes in der ersten Februarwoche 12.135 Fahrer kontrolliert wurden. Knapp 3.000 Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit waren dabei im Einsatz. Dabei herauskamen über 2.000 Beanstandungen, die zum Großteil Unterschreitung des Mindestlohns betrafen. Zudem wurden 74 Straf- und Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Das Hauptzollamt Gießen stieß darüber hinaus auf zwei ausländische Fahrer ohne Führerschein. Das Handelsblatt bezeichnete die Paketbranche in einem Bericht über diese Razzia als Hort der Gesetzlosen. In einem Interview sprach der Verdi-Vorsitzende Psierske von zum Teil mafiösen Strukturen, die sich in der Paketbranche etabliert hätten. Er sagte, ich zitiere, Unternehmen wie Hermes engagieren Firmen, die wiederum andere Firmen beauftragen, die dann Menschen aus der Ukraine, aus Moldawien oder aus Weißrussland in die Lieferfahrzeuge setzen. Viele arbeiten für 4,50 Euro bis 6 Euro pro Stunde und das bis zu 16 Stunden am Tag. Teilweise schlafen die Fahrer und Fahrerinnen sogar in ihren Fahrzeugen. Zitat Ende. Um diese frühkapitalistische Ausbeutung entgegenzutreten, brauchen wir dringend gesetzliche Regelungen für faire Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen für alle Zustellerinnen und Zusteller. Ein Gesetz zur Nachunternehmerhaftung ist dringend notwendig. Daher begrüßen wir ausdrücklich die Gesetzesinitiative des Bundesarbeitsministers Heil. Die Ausbeutung dramatisch schlechter Arbeitsbedingungen, die Ausbreitung dramatisch schlechter Arbeitsbedingungen muss gestoppt werden. Wichtig sei daher, dass der eigentliche Auftraggeber für Arbeitsbedingungen der Nachunternehmer verantwortlich und haftbar gemacht wird. Eine solche Regelung folgt dem Prinzip, wer Arbeit auslagert, bleibt dafür aber immer noch verantwortlich, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Andrea Kosic. Der Arbeitsmarkt in der Paketbranche ist zweigeteilt. Nur zwei der fünf großen Paketdienste in Deutschland arbeiten überwiegend mit eigenem festangestellten Zustellerinnen und Zustellern. Sie haben sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und werden nach Tarif bezahlt. Ansonsten werden ausschließlich Subunternehmen beauftragt, und dort sind die Arbeitsbedingungen vielfach prekär. Deshalb alle Paketdienste müssen der Tarifbindung unterliegen, und die Allgemeinverbindlichkeit muss auch für die von Ihnen beauftragten Sub- und Sub-Sub-Unternehmen geltend. Auch das ist rechtlich zu regeln und möglich. Es ist im Übrigen höchste Zeit, dass die Nachunternehmerhaftung eingeführt und deutlich mehr Kontrollen durchgeführt werden, um diesen unhaltbaren Zuständen wirksam entgegenzutreten. Vielen Dank. Als nächstes hat Dr. Naas von den Freien Demokraten das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie alle kennen die Situation. Es klingelt an der Tür der Postbote bzw. der Paketbote. Steht vor der Tür, Sie eilen runter, aber Sie treffen ihn nicht mehr an. Oder das Paketauto versperrt die Zufahrt, steht unnötig im Weg, Sie ärgern sich. Oder in Ihrem Flur stapeln sich schon die Pakete für die Nachbarn. Wir alle haben uns schon einmal über Paketboten geärgert. Aber wir sollten uns auch alle vor Augen halten, was das für ein knochenharter Job ist.
Bei aller Aufregung hier heute möchte ich zunächst einmal sagen, Respekt und Anerkennung für diesen Beruf. Das ist ein Beruf, der unseren Respekt wirklich verdient, weil er wirklich knochenhart ist und weil er insbesondere vor Weihnachten ein sehr, sehr harter Beruf ist. Ich glaube, wir liegen da nicht so weit auseinander. Wer 100 Pakete am Tag zustellt, wer sozusagen den Wettbewerb erst ermöglicht, den es hier gibt. Wir kaufen, glaube ich, alle online mittlerweile ein. Gut, der ein oder andere vielleicht nicht, aber die meisten von uns kaufen online ein. Und wir sollten uns vielleicht auch einmal die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, Produkte zu kaufen, wo der Transport eigentlich teurer ist als das Produkt selbst. Keiner muss Fischstäbchen und Zahnstocher online einkaufen. So. Und das ist eine Frage, die uns Verbraucher betrifft. Und wenn das Paketboten jeden Tag bewerkstelligen müssen, dann haben sie eine faire Bezahlung verdient. Und faire Bezahlung heißt mindestens den Mindestlohn. Und Kollege Schaus, zur Fairness gehört dann aber auch dazu, dass man sagt, ja, Moment, dass auch in diesem Bereich es Unternehmen gibt, die angemessen bezahlen und die ordentlich bezahlen. Es mag knapp sein, aber es gibt diese Unternehmen. Es sind nicht nur alles schwarze Schafe. Es gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Ja. Und jetzt sage ich Ihnen, und da sind wir uns wieder einig, wenn es um Ausbeutung geht, haben wir auch keine Akzeptanz. Und dann muss das begrenzt und dann muss das bekämpft werden, weil es ist illegal, es ist kriminell, gebe ich Ihnen recht. Die Frage ist aber, wie wir das am besten erreichen. Das ist auch die eigentliche Frage, die wir heute diskutieren, mal von der AfD abgesehen, die da so etwas ins Allgemeine abgedriftet sind. Das ist die Frage, die wir diskutieren müssen. Und die Frage ist, Kollegin Kinkel, wir haben die Gesetze ja schon, ob wir das besser bewerkstelligen durch Kontrollen, das würden wir so sehen. Wir müssen den Zoll verstärken oder ob wir das durch eine Nachunternehmerhaftung machen. Beides können wir diskutieren. Gebe ich Ihnen recht. Aber es darf kein Bürokratiemonster entstehen, Kollege Deckert. Es darf kein Bürokratiemonster entstehen, wie wir es schon an anderer Stelle beim Mindestlohn haben. So. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Sie wollen doch den Menschen helfen. Das wollen wir doch. Es nützt doch nichts, wenn Sie am Ende noch eine Nachweispflicht einführen. Entscheidend ist doch die Aufklärung. Sie brauchen doch immer jemanden, der um seine Rechte weiß. Und der weiß, es gibt jemanden, der mir diese Rechte auch durchsetzt. Und jetzt hören Sie zu, das sind gute Arbeitnehmervertreter und das sind auch starke Gewerkschaften. Und da brauche ich keine Verbandsklage, sondern da muss ich meine Rechte kennen. Und deswegen ist unser liberaler Ansatz auf diese Frage, dass wir sagen, wir müssen Aufklärung betreiben, wir müssen uns als Staat auch nicht aus der Verantwortung ziehen, sondern es muss verstärkt Kontrollen geben. Denn diese schwarzen Schafe müssen bekämpft werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden uns dieses Gesetz sehr genau angucken, nicht nur auf Bürokratieentlastung, sondern auch auf Bürokratiekosten. Denn wir wollen, dass die Gesetze hier in Deutschland effektiv auch durchgesetzt werden. Und es muss einen fairen Wettbewerb geben, denn es geht hier um die Menschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht Staatsminister Klose. Bitte schön. Hochgeschätzte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der Tat, die Arbeitsbedingungen für Paketbotinnen und Paketboten sind bereits seit Langem und mit Recht in der Kritik. Hoher Zeitdruck, lange Arbeitstage, niedrige Löhne sind gerade in dieser Branche hochproblematisch. Und hinzu kommt, dass es beim Logistik- und Zustellservice die verbreitete Praxis gibt, Subunternehmen mit der Zustellleistung zu beauftragen. Und so stehen wir dann teilweise vor mehrgliedrigen Lieferketten mit mehreren dazwischen geschalteten Subunternehmen, was nach geltendem Recht leider zulässig ist. Und natürlich hat es auch mit dem veränderten Einkaufsverhalten zu tun. Deshalb bin ich allen Vorrednerinnen und Vorrednern, die auch an die Verbraucherverantwortung erinnert haben, ausdrücklich dankbar.
Es gibt da nämlich eigentlich eine einfache Regel. Kaufen Sie Ihre Bücher dort, wo Sie Menschen treffen. Ganz schwierig wird es dann bei Rechtsverstößen, beispielsweise wenn diese beauftragten Subunternehmen ihre Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht zahlen. Hier muss gewährleistet sein, dass auch Paketbotinnen und Paketboten abgesichert sind. Durch eine Nachunternehmerhaftung kann verhindert werden, dass die von den Versandhandelsunternehmen direkt beauftragten Logistikunternehmen sich aus der Verantwortung stehlen. Die Hessische Landesregierung setzt sich dafür ein, die Rechte von Paketbotinnen und Paketboten weiter zu stärken. Diese Missstände in dieser Zustellbranche sind aber ein Problem, das wir bundeseinheitlich lösen müssen. Aus diesem Grund hat das Land Hessen am 12. April im Bundesrat für einen Antrag gestimmt, der unter anderem die Einführung einer Nachunternehmerhaftung zum Ziel hat. Der Bundesrat hat diesen Beschluss denn auch gefasst. Die Forderung des Bundesrates an die Bundesregierung ist ganz konkret eine Nachunternehmerhaftung ähnlich dem bereits existierenden Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft zu schaffen, um insbesondere die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen zu gewährleisten. Übertragen auf die Zustellbranche würde das dann heißen, dass das erste Logistikunternehmen einer solchen Kette, das ein Subunternehmen beauftragt, für die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge haftet. Die Haftung würde dann nicht nur für das selbstbeauftragte Subunternehmen gelten, sondern auch für nicht erfüllte Verpflichtungen eines wiederum vom Subunternehmen beauftragten Verleihers. Der Bundesratsbeschluss verlangt außerdem, die Dokumentationspflichten zur Erfassung der täglichen Arbeitszeit von Paketbotinnen und Paketboten zu erweitern und zu prüfen, ob die Nachunternehmerhaftung sogar auf das beauftragende Versandhandelsunternehmen ausgedehnt werden kann. Das fände ich übrigens einen echten Fortschritt. Dem Vernehmen nach, Herr Decker hat es eben auch bestätigt, hat sich die Große Koalition nun darauf geeinigt, eine solche Nachunternehmerhaftung in der Paketbranche einzuführen. Einzelheiten kennen wir noch nicht. Sie können aber ganz sicher sein, gerade weil die Logistikbranche in Hessen eine besondere Bedeutung hat, wird sich die Hessische Landesregierung weiter für die bessere Absicherung der Paketbotinnen und Paketboten einsetzen. – Vielen Dank. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der SPD-Fraktion abgehalten.